Hola und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und es ist ein neues Jahr angebrochen, deswegen frohes Neues für euch. Das, was ihr euch wünscht, wünsche ich euch auch. Und ihr seht schon, wir sind mal wieder im Train Simulator drinne. Und vielleicht fällt einem der Startbildschirm auf, der ist nämlich irgendwie anders als sonst. Aber bevor wir zum Fahren einer neuen Lokomotive kommen, habe ich noch ein Problem. Und zwar dieses hier. Ich wollte mir nämlich mal bei Steam ein paar neue Add-ons bzw. DLCs für den Train Simulator zulegen, kann jedoch leider nicht bezahlen. Wenn ich hier auf PayPal klicke und damit bezahlen möchte, dann kommt immer eine wunderschöne Nachricht, die lautet: Diese Zahlungsmethode ist zurzeit nicht verfügbar und wir arbeiten an der Lösung dieses Problems. Bitte wählen Sie eine andere Zahlungsmethode für Ihren Einkauf und versuchen Sie es erneut. So. Das scheint bei allen so zu kommen, ja, das ist also egal welche. Ja, das Grill, habe ich noch nie gehört. Ja, also auch diese Nachricht, also scheint es gerade bei gar nichts oder bei keiner Methode zu gehen. Deswegen die Frage jetzt an euch. Habt ihr eine Lösung dafür? Habt ihr dasselbe Problem oder geht's bei euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese mir die auf alle Fälle durch, weil ja, dann habt ihr mal was anderes und ich freue mich dann auch, wenn ich mal wieder was anderes habe. Also, wenn ihr da irgendwas wisst, immer nach unten mit. So, gut, das Problem soll es aber nicht abhalten, davon trotzdem ein bisschen Spaß zu haben. Deswegen fahren wir jetzt eine neue Lokomotive und es ist eine ganz besondere neue Lokomotive. Und zwar ist es die Baureihe. Kennt ihr jemand? Schon mal gesehen? Wenn nicht, hier. Es ist die Baureihe 86. Um mal zu sein, 86-1235-0. So. Jetzt mal was anderes. Nicht eine Schlepptenne, sondern eine Tenner-Lokomotive. Ja. Wir sind in der passenden Jahreszeit. Es ist Winter. Es schneit. Alles sieht irgendwie schöner aus. Ja. Wir sind heute mal alleine unterwegs. Mit Sicherheit auch mal ein bisschen was Schönes. Und diese Lok hat ein paar Vor- und Nachteile gegenüber der 03. Vorteile sind beispielsweise, die hat keinen Überdruck. Ja, wenn man mal hier unten auf die Anzeige achtet, die hier immer so schön in Psi angegeben ist, dann wird man feststellen, der Druck geht irgendwann nicht mehr weiter. Der hört einfach auf, als ob, ja, hier, bei 202,8 Psi steigt er nicht mehr. Ja, deswegen kann es keinen Überdruck geben. Wenn wir mal hier reingehen in den Führerstand und mal in diese Ansicht wechseln, dann sehen wir hier oben, ja, da. Bis dahin. Moment, ist der Schieberkastendruck. Yes. Oh Leute. Dann sehen wir, dass die einen Fehler gemacht haben. Die Entwickler, die haben hier nämlich beim Kesseldruck Schieberkasten hingeschrieben. Und die sagen, wir haben im Schieberkasten sind gerade über ein bisschen mehr als 14 Bar. Ja. Und dann, was ich jetzt gerade sehe, witzig, ja, hier drüben, ja, nochmal Schieberkasten. Oh, da sind wir bei 0 Bar. Das ist ja witzig, habe ich gehört, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, gut. Also, das sind dann auch schon wieder so Nachteile. Weiterer Nachteil ist, die Anzeigen hier drüben. Ich sag mal so, die kann man vergessen. Ja, also die funktionieren nicht, ja. Wenn man mal hier oben auf die Anzeige beispielsweise achtet, dann wird man feststellen, dass wenn wir jetzt gleich losfahren, diese sich nicht, ja, bewegt. Was ich wieder schön finde, ist, dass die Bremse
4, die eingeteilt ist, ja? Anwenden. Und dann kann ich sofort auf Selbstverzögerung. Da muss ich nicht irgendwie suchen. Ja, wo ist es denn jetzt? Wo ist es denn jetzt? Hier mit 3. Das finde ich schöner. Die Hupen finde ich auch schöner. Da kann man einfach mal ja, so hupen, wie man möchte. Ja, das heißt, hier haben sie das wirklich mit der Lautstärke etwas reguliert. Ansonsten, ja, Vorteil, ja, man kann halt in dieser Ansicht, hat jetzt Vor- und Nachteile. Aber was ich festgestellt habe, ist, sie ist sehr feinfühlig. Komm, hier das Fenster nicht mal aufmachen. Hallo, Fenster. Kann ich dich irgendwie aufmachen, dass ich hier auch rausgucken kann? Nee, egal. Ich würde sagen, wir haben schon seit Tagen grün. Dann fahren wir mal los. Also, na gut, sagen wir mal 50 vorwärts. Bremse. So, richtig gelöst. Kurz gehupt. Und dann gehe ich mal in diese Position und hau mal den Regler auf. Jetzt sieht man übrigens, was ich meinte mit sehr feinfühlig. So. Zylinderhähne und so. Ja, schön voll Dampf. Reicht schon. Kann man jetzt schon machen. So. Ja, sieht auch, wie sie einfach hochheizt. Also, schnell unterwegs. Wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir mal einen Boss in den Topf werfen. Hier. Schöne Strecke. Diese Lok kann übrigens, da steht 80 km/h fahren. Und ich würde sagen, wir machen mal Volldampf. Ja, das heißt, versuchen mal die 80 zu knacken, weil hier könnten wir 100 fahren, das passt. Ja. Gut, bis auf den Druck achten wäre sinnvoll. Ja, bei der 03 wäre da jetzt schon wieder noch höher gegangen, hätte abgeblasen. Hier bleibt da einfach stehen. Wir haben gleich die 60 geknackt. Und mir fällt gerade ein, ich hätte mal Licht anmachen können bei diesem Wetter. Marino, kein Problem. Gucken wir mal. Nein, ja. So. Druck muss ich am besten ein bisschen aufpassen. Oh, jetzt geht's weiter. Das kommt mir doch sehr zugute. Und da ist Bahn. Mann. Ach, das ist ja schon. Oh. Wollen wir mal was machen? Wollen wir mal versuchen, uns zu bauen? Oder wir können ja mal austesten. Wir heizen mal bis 80 hoch und dann bremsen wir erst ab. Gut, hier ist jetzt vielleicht gleich 50.
Wir machen bis zu 80 und danach bremsen wir. Challenge für die Bremsen. Oh Mann, das ist jetzt schon, das wird schief gehen. 78. 79. 80. Okay. Ja gut, Geschwindigkeit überschreiten ist nicht. Alter. Gut. Diese Lok kann man doch etwas fordern. Oh. Ach, das ist das Licht. Ich dachte gerade unten wäre Nebel. Oh, scheiße. Also sagen wir mal so. Im Regler, also beziehungsweise im Regler aufmachen, so ist es ja fein für die Bremsen scheinbar auf. Gefällt mir. So, dann besser. Das würde ich doch mal sagen. Perfekt. Hallo. Kann ich hier nicht irgendwie irgendwo draufklicken? Ja gut, das geht. Oh, Hilfe, wo bin ich jetzt? Die 8. Oh. Das ist auch witzig. Gut gemacht, Sie haben das Ende dieses Schnellspiel-Szenarios erreicht. Sehr schön. Dann würde ich sagen... Ah. Dann würde ich sagen... War das heute eine kurze Einstiegsfolge. Und... Ich hoffe, dass ich... demnächst ein paar regelmäßig, mein Deutsch ist heute wieder super, dass ich demnächst regelmäßig wieder Videos bringen kann und hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.